16.16 Uhr, Orga TV. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung heute, Sven. Zu den 58. Studierendenparlamentswahlen, ja. Wir haben uns ganz hochkarätige Gäste eingeladen. Du. Genau. Zu denen kommen wir erst nachher. Wir wollen nämlich erst mal ganz kurz mit euch darüber diskutieren, was eigentlich die erste und die zweite Stimme ist, weil, soweit ich das mittlerweile mitgekriegt habe, weiß es irgendwie fast niemand. Okide, wissen wir es? Wir wissen es natürlich. Sicher, wir wissen es natürlich. Und zwar die Erststimme ist ganz wichtig. Und zwar nur für den Direktkandidaten. Und die Zweitstimme ist viel wichtiger als die Erststimme, weil die Zweitstimme für die Listenplätze ist. Die dann später mal im Studierendenparlament sitzen. Okay, da hast du das verstanden? Ja, ich habe es kapiert. Ja. Ich bin total begeistert. Ich gehe auch immer wählen, Sven. Du? Ja, ja, natürlich. Wählen. Klar. Die ganze Woche jetzt bis 1. Juli seid ihr am Start. So. Genau. Und wir stellen jetzt erstmal die Gäste vor, würde ich sagen. Genau, ja. Dann machen wir weiter mit Marc Strauch. Er ist Juso-Hochschulgruppe und unabhängig Mitglied, studiert Wirtschaft und Recht und will vor allem Master und Diplom für alle Bachelor-Absolventen ermöglichen. Patrick Schuster, Referent für Studienqualität im AStA, steht bei den Campusgrünen für mehr Mitbestimmung der Studenten in den Universitätsgremien. Jos Raue ist liberaler Hochschulgruppenmitgliedsleiter. Ne, das war falsch, aber egal. Mitglied des 57. Studierendenparlaments. Bereits letztes Jahr steht für eine Verringerung des Pflichtstoffs im Bachelor, um das universitäre Engagement zu ermöglichen. Sven Clément, Referent der Universität der Großregion und Verkehr im AStA, ist als Vertreter der Piraten für eine transparente und direkte Hochschulpolitik und fordert in diesem Zusammenhang mehr öffentliche Diskussionen. Harald Kiefer von der RCDS-JU ist Mitglied auch des 57. Studierendenparlaments und er will vor allem eine Kürzung der AStA-Mitgliedervergütung sowie eine Halbierung der Mitgliederstärke, um unter anderem das Hochschulsportprogramm zu verbessern. Dennis Dirks steht als Vertreter für das Team für eine Ausweitung der Fachschaften, welche zu besseren Studienbedingungen führen soll. Desiree Krämer, Vorsitzende des AStA, steht bei den aktiven Idealisten für die Entlastung der Bachelorstudenten und möchte den Master für alle studierbar machen. Dann haben wir uns alle vorgestellt. AStA-Vorsitzende, bist du ja auch schon letztes Jahr sehr aktiv gewesen, auch schon längere Zeit, gell? Bist schon, schön in die Mikros reden. Freunde, dafür liegen sie da. Ich bin seit 2009 im AStA. Genau. Also wir wollen heute anfangen mit diesem Bachelor-Master-System. Wir hatten da ja ganz viele Diskussionen drüber. Die Umstellung ist nicht ganz optimal verlaufen. Es gibt zu wenig Zeit für zu viele Klausuren. Und wir haben auch von Herrn Schuster auch in der Debatte schon von psychologischen Problemen aufgrund dessen gehört. Meine erste Frage geht jetzt an dich. In der Vergangenheit, ihr wolltet ja schon ändern. Wie weit seid ihr jetzt vorangekommen und was soll noch geändert werden? Beziehungsweise für was steht auch deine Partei, die aktiven Idealisten, für was stehen die genau? Also wir haben es dafür eingesetzt in den letzten Jahren und werden es auch im kommenden Jahr tun, dass die Bachelorstudienordnung und auch die Masterstudienordnungen, die jetzt zum größten Teil alle erst angelaufen sind, geändert werden. Unter unserer Beteiligung wurde im Studienausschuss, konnten schon relativ viele Prüfungsordnungen geändert werden. Was jetzt vor allem die BWL betrifft, habe ich gemeinsam mit Marc Grosjean und Sarah Grollier haben wir eine BWL-Umfrage gemeinsam auch mit Herrn Kaul initiiert, wo es einfach mal darum ging, gewisse Sachen abzuklopfen. Soll die Seminararbeit abgeschafft werden vor der Bachelorarbeit? Was läuft beim Prüfungssekretariat falsch, um da einfach jetzt auch die Änderungen auf den Weg zu bringen? Und inwiefern sind jetzt also die Änderungen, also es geht ja jetzt auch darum, vor allem mit diesen Massen an Klausuren, ja, da hat ja auch jede Partei jetzt von den anwesenden Leuten, hat er ja gesagt, so geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ich würde jetzt halt mal wirklich gerne auch wirkliche Änderungsvorschläge hören, weil es steht fast überall in den Wahlprogrammen drin, ja, wir wollen das ändern, aber es hat eigentlich keiner jetzt wirklich ein richtiges Konzept reingeschrieben, wie das dann geändert werden soll. Ja. Also unser Vorschlag war zum Beispiel das Abschaffen der Seminararbeit vor der Bachelorarbeit. Was in unserer Umfrage jetzt schon sich herauskristallisiert hat, ist, das wollen die Studenten gar nicht. Die wollen eine Seminararbeit schreiben. Viele sagen, es ist gezielt so gedacht, um uns auf die Bachelorarbeit vorzubereiten. Wir wollen das trainieren. Wie geht wissenschaftliches Arbeiten? Ein weiterer Vorschlag von uns war, einfach mal die Nachklausuren anzupassen. Also dass direkt nach den Semesterferien oder noch in den Semesterferien geschrieben werden. Und nicht, dass es halt dann erst, wenn man im Februar Klausur schreibt, das Ganze dann erst im September nachgeschrieben wird, dass man da einfach dann vielleicht auch wählen kann, welchen Termin nimmt man, dass man den Mathe-Schein zusammenlegt. Das ist ein
einfachen Mathe-Schein vielleicht gibt, das wollen die wenigsten hier wahrscheinlich hören. Was heißt einfacher? Auch wieder eventuell die Möglichkeit, da über Hagen zusammenlegt, genau, dass man 6 Semesterwochenstunden und das Ganze einfach aufs Niveau von Wirtschaft und Recht runtergekürzt wird. Und auch es gab auch die Option, ob man Fernuni Hagen nochmal einführt, aber ich glaube, das wäre eher so, ich unterzeichne hiermit, dass ich gescheitert bin in Saarbrücken. Werden soll in Credit Points, es wird wohl im nächsten Studienausschuss entschieden werden. Hat man es gehört? Weißt du, also gut, wenn man es einigermaßen gehört hat, dann muss er nicht wiederholen. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Vor allem wird es jetzt mal um die Bachelorstudiengänge gehen, die einen Optionalbereich haben. Da haben wir ja einige, vor allem in den philosophischen Fakultäten. BWL ist leider nicht davon betroffen. Aber da kann man auch wieder auf dieses Bologna-Diplom verweisen. Da war ja ein großer Optionalbereich vorgesehen. BWL hat doch den generelle überfachliche Qualifikationenbereich. Das sind leider nicht so... Ich habe ein Mikro, Herr Scholz. Das sehen Sie vielleicht nicht. Ja, Herr Scholz ist übrigens auch da. Herzlich willkommen. Danke aber für den Hinweis. Das heißt, in diesem Bereich könnte man sehr wohl das Ehrenamt anbringen, was ich auch eine sehr lobenswerte Initiative finde. Wir sehen da aber auch die Möglichkeit, das Bachelorstudium vielleicht auf 7 Semester auszuweiten, nicht auf 6. Dadurch würde automatisch bei gleicher Prüfungsleistung wieder mehr Luft entstehen. Das heißt, wir hätten gar nicht mehr so diese Masse an Klausuren gezwungenermaßen in allen Semestern, ja, sondern man könnte sich auch ein Semester mehr Zeit lassen. Da würde ich kurz einhaken. Ist es im Moment denn immer noch so, ich weiß nicht, ob du darüber Informationen hast, aber ist es im Moment nicht immer noch so, dass die Masterstudiengänge auch fast immer im Winter anfangen? Und dann, wenn man halt 7 Semester machen würde, dann würde man ja im Winter fertig werden und zum Sommer. Wie geht das dann mit dem Übergang? Oder meinst du, dann muss man noch ein Praktikum reinschieben? Den Übergang, den oder? Kann man auf jeden Fall gestalten. Also da gibt es sogar Bestrebungen von der Universität, das da so zu gestalten. Also wir haben jetzt auch in unserer Umfrage, die ja momentan läuft, sehen wir sogar, dass die Leute gar nicht 8 Semester studieren wollen. Sogar wenige 7 Semester, die meisten wollen sogar nach 6 Semestern fertig werden. Ja, weil sie wahrscheinlich noch nicht wissen, was sie dann... Entschuldigung. Ich würde mal gerne den Marc ein bisschen einbinden. Wir haben eine Frage. Ja. Kurz eine Frage zu Sven Clément. Ja, hallo zusammen. Ich hätte eine Frage an Sven Clément. Ich bin Daniel Brahmann. Ja, hallo zusammen. Und zwar wollte ich Herrn Clément fragen, der Sinn dahinter, wenn man das jetzt strecken möchte, den Bachelorstudiengang auf 7 Semester, weil ist es nicht problematisch, wenn man dann einen Masterplatz hier nicht kriegen würde und wollte woanders einen Master machen, dass man ja quasi Zeit verliert. Was sagen Sie dazu? Also es ist ganz klar so, dass man dann nicht automatisch allen Unis vorschreiben kann, ihr müsst jetzt auch zum Sommersemester anbieten, eure Masterzugänge zu öffnen. Das ist ganz klar. Aber genauso wenig kann man andere Unis jetzt dazu zwingen, das Diplom anzuerkennen, wenn man da promovieren will. Das ist also ein Problem, wo man immer hier sehr lokal denkt, wo man vielleicht einfach diese globalere Perspektive manchmal auch sehen müsste, die ich teilweise leider vermisse. Ich bin auch sicher nicht... Ja, aber gerade die ignoriert ihr doch dran auch. Nee, weil das siebensemestrige Bachelor-Diplom... Es ist ein Diplom. Bachelor zu bekommen ist ein Diplom. Ein Zeugnis, das siebensemestrige Bachelor-Zeugnis, um es dann mal so zu formulieren, schließt ja nicht aus, dass man in jeden Master, der im Sommersemester anfängt, reinkommt. Sven, wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du, man sollte hier den BWL-Bachelor praktisch auf 7 Semester ausweiten. Dann mache ich einen 4-semestrigen Master von mir aus in Mannheim, habe dann 11 Semester studiert. Und ein Studierender aus der Universität Mannheim hat nur 10 Semester studiert. Hat der Studierende in Mannheim dann tatsächlich 10 Semester studiert oder hat er irgendwo ein Semester verloren und hat dann schlussendlich doch 11 Semester studiert? Aber vielleicht verliert der Saarbrücker Student auch ein Semester, weil er eben nicht zum Sommersemester anfangen kann, sondern erst zum Wintersemester. Da hättest du dann ja schon 2 Semester verloren. Summa summarum. Das hängt vom Studierenden ab. Also. Da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz reinhaken, weil ich bin auch Diploma, also bei mir ist das ja alles was ganz anderes. Aber mit dem Bachelor ist halt generell, glaube ich, mit 6 Semestern schon bei dem Pflichtstoff, was mir im Moment da anberaumt wird, schon sehr eng bemessen. Ich möchte kurz da die Frage weitergeben an die Orchide. Die hat jemand mit einer Frage. Genau, noch mal eine Frage aus dem Publikum an Sven Clément. Hi Sven, ich bin Sven Meyer, auch in der Piratenhochschulgruppe, also wir kennen uns, muss ich dazu sagen.
Und jetzt ist es ja so, der Informatikstudiengang zum Beispiel, was ich studiere, ist für 6 Semester angelegt, für den Bachelor. Es gibt also Studenten, die schaffen es in 5 Semestern, Studenten, die brauchen es länger. Willst du allgemein vorschreiben, 7 Semester zu machen, oder wird es einfach die Möglichkeit geben, nach 7 Semestern regulär fertig zu werden? Und wer schneller ist, ist halt schneller. Ich meine, wer es jetzt in 6 Semestern schafft, wird es auch weiterhin schaffen, oder? Also es ist ganz klar. Das wird anscheinend missinterpretiert von anderen, weil es so als Vorschrift gedeutet wurde für 7 Semester, dass es nicht vergleichbar wäre. Eine Regelstudienzeit, vielleicht habe ich das nicht klar genug formuliert, eine Regelstudienzeit soll ganz klar, der Studienplan soll ausgelegt sein, dass man optimal in dieser Dauer fertig wird. Es bedeutet jedoch nicht, dass man gezwungen wird, 7 Semester an der Uni zu bleiben, wenn man nach 5 Semestern fertig ist. Und zwar indem man prinzipiell sich nochmal die Universität anguckt und vielleicht einem Szenario folgt, das besagt, man gibt wieder mehr Macht in die Fakultäten, dass die studentischen Vertreter in den Fakultätsräten unter anderem auch wirklich was zu sagen haben. Im Moment haben wir einen Trend, der immer weiter dazu geht, dass das Präsidium die kompletten Kompetenzen auch der einzelnen Fakultäten, wenn es um zum Beispiel eine Lehrstuhlbesetzung alleine schon geht, da sitzt der Unipräsident mit in dem Gremium für eine Professur. Und ich finde, da sollte man vielleicht mal ansetzen. Das ist ein Missstand, ein prinzipieller Missstand, der aber gleichzeitig auch wieder die Studierenden stärken wird. Der Unipräsident ist grundsätzlich in jeder Berufungskommission der Vorsitzende, weil er den Ausschreibungstext veröffentlicht hat, aber er gibt den Vorsitz der Berufungskommission an einen Fachvertreter ab. Ja, aber er ist ja rein rechtlich, ist er der Vorsitzende. Weil er den Ausschreibungstext hat, aber er hat meistens mit der Entscheidung nichts zu tun. Er sieht die Unterlagen auch so, das erste Mal, wenn alles schon da liegt. Also mir wurden Informationen zugetragen, dass der Universitätspräsident Einfluss genommen hat auf ein paar Besetzungen. Das weiß ich, das kann ich jetzt natürlich so im Detail nicht beweisen, das ist Hörensagen, aber die Quellen waren sehr seriös. Und auf der anderen Seite... Entweder dann Quellen nennen und sagen, wir wissen hier, da ist was schiefgegangen, oder Hörensagen bringt uns halt leider nicht weiter. Wenn wir wissen, wo es einen Missstand gibt, daher auch unsere Forderung für mehr Transparenz, dann kann man auch gegen diese Missstände vorgehen. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir von Hörensagen, von einem Missstand hören und uns dann da eine Lösung einfallen lassen sollen, wo vorher wir nicht mal genau wissen, ob das so stattgefunden hat, wie uns das gesagt wurde. Es geht mir prinzipiell darum, dass der Universitätspräsident zunächst einmal der Vorsitzende ist. So, und das hat nichts mit Hörensagen zu tun, das ist ein Fakt. Und darüber kann man ja diskutieren. Dass ich hier meine Quellen nicht preisgebe, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Hier soll jeder E-Mails erhalten, was in diesen Gremien dann passiert ist, und dann verschickst du das an eine breite, anonyme Masse, die damit eh nichts anfangen kann. Wir fordern also keine Push-Benachrichtigung von solchen Informationen. Keine Angst, eure iPhones werden in Zukunft nicht vibrieren, sobald es im U-Rat oder im Studienausschuss was Neues gibt. Es sollte aber möglich sein, an diese Informationen ranzukommen. Das heißt, diese Informationen sollten öffentlich zugänglich sein, und der interessierte Student, was wahrscheinlich hauptsächlich die Leute aus dem Dunstkreis der Hochschulgruppen sein werden, können sich dann da informieren. Aber jeder sollte prinzipiell sich informieren dürfen, was an der Uni entschieden wird und wer weshalb wie die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, was wir festhalten können, ist, da sind wir uns doch, glaube ich, alle am Tisch irgendwo grundsätzlich einig, ist, dass die studentische Mitbestimmung und auch die Fakultätsräte einfach nicht zu einem beratenden Gremium, was allein teilweise durch die Stimmverhältnisse, wie im Senat beispielsweise schon gegeben ist, einfach nicht zu einer beratenden Stimme verkommen dürfen, die dann, das ist nett, dass die da sind, aber entscheiden dürfen sie jetzt mal nicht, das machen wir dann danach. Ich denke, da muss einfach auch ganz klar sein, die Leute, die hier studieren, müssen auch mitbestimmen können, wie hier die Bedingungen sind. Und das, denke ich, darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Deswegen hat der AStA jetzt auch ein großes Projekt auf den Weg gebracht. Und zwar sind wir momentan in den Verhandlungen mit dem Land sowie mit der Universität zur Einführung eines studentischen Vizepräsidenten. Das heißt, ein Student soll Vizepräsident werden und ein Stimmrecht im Präsidium erhalten. Weil machen wir uns nichts vor, URAT ist zwar das größte Gremium, aber die wirklichen Entscheidungen werden im Präsidium in der Männerrunde getroffen. Und genau da wollen wir einen Studenten platzieren, damit der einfach da mal mitreden kann. Ja, aber keine Entscheidungsrechte hat bei Haushalts. Keine Budgetverantwortung. Okay. Genau. Da brauchen wir dann aber auch wieder eine Änderung des Universitätsgesetzes. Wie weit seid ihr da mit der regierenden, den regierenden Parteien? Es soll wohl dieses Jahr nicht mehr möglich sein, aber nächstes Jahr
nächstes Jahr, wenn die große UG-Änderung kommt, dann wird das definitiv mit drin sein. Welche große UG-Änderung? Es ist eine große Universitätsgesetzänderung geplant, wo es unter anderem um Juniorprofessoren geht, wo es um gewisse redaktionelle Änderungen noch geht und dann auch um den Ausbau der studentischen Mitbestimmung. Willst du nicht oder darfst du nicht ein bisschen weiter ins Detail gehen? Weil ich denke, das wird schon die meisten wieder darüber interessieren. Wir wissen da selbst nicht mehr Bescheid. Wann das kommuniziert wird? Das wird wohl erst nach der Universitätspräsidentenwahl größer kommuniziert werden, weil es erst nächstes Jahr im April, Mai kommen soll und auch die Rechtsabteilung der Uni weiß bisher nur über die redaktionellen Änderungen Bescheid, beziehungsweise über unseren Antrag, was studentischer Vizepräsident angeht, und jetzt muss halt noch gesammelt werden. Weil wenn man ändert, dann richtig. Wir sind gespannt. Ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das alles noch funktionieren wird. Vor allem von dieser Änderung habe ich jetzt persönlich noch nichts mitgekriegt, aber gut. Campus Grün fordert jetzt eine komplette Abschaffung der Aufwandsgenehmigung. Das würde ich gerne mal erklärt haben. Ja, und zwar fordern wir die nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Ne? Es ist natürlich völlig utopisch, jetzt die Aufwandsgenehmigungen abzuschaffen, dann hätten wir keine Parkmöglichkeiten. Das ist uns selbst, das ist uns natürlich auch bewusst. Dann zahlen wir jetzt ungefähr 3.000, die auf den Campus auffahren dürfen. Oder? Ja, also es ist ja momentan an der Universität in der Debatte, ein neues Parkhaus zu bauen. Wenn dieses Parkhaus kommt, dann kann man mal gucken, ob die Kapazitäten hinreichend sind, um zumindest mal den Verkehr etwas einzuschränken auf dem Campus. Prinzipiell stehen wir natürlich für einen autofreien Campus, das würden wir uns wünschen. Das ist ganz klar, das steht auch so in unserem Programm, aber das natürlich unter realistischen Bedingungen. Genau, einen Grund gibt es dafür nicht, warum das unbedingt jetzt ein autofreier Campus werden muss. Ja, natürlich. Das ist für die Studierenden wesentlich angenehmer, das schafft eine viel bessere Atmosphäre auf dem Campus und ist natürlich auch umweltbewusster. Inwiefern schafft das eine... Natürlich. Also wenn natürlich die Leute praktisch mit dem Auto hierher fahren und im Parkhaus parken, ist das umweltbewusster, als wenn sie dann auf dem Campus drauf fahren? Oder wie verstehe ich das? Nee, vielleicht sind dann einige Leute auch dazu angehalten, mal die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, wenn die halt nicht so bequem hier vor ihre Fakultät fahren. Das heißt, Campus Grün will die Studierenden zu ihrem Glück sozusagen zwingen? Nee, das würde ich so nicht sagen. Die nee, wieso? Wir haben doch momentan den Missstand, dass nur einige Studierenden auf den Campus fahren dürfen. Ne? Und dazu halt alle Mitarbeiter der Universität. Das ist ja erstmal ein Missstand. Da frage ich dich, wieso haben manche Studierende, wie zum Beispiel du als Verkehrsreferent, das Glück, auf den Campus fahren zu dürfen und andere Studierende sollen dieses Glück nicht haben dürfen? Das Problem könnte man ja wesentlich einfacher lösen, indem man eigentlich allen Astanten mehr oder weniger untersagt, einfach auf dem Campus parken zu dürfen. Dann muss man ja nicht die ganze Studierendenschaft das ausbaden lassen. Nee, die Studierendenschaft darf, Harald, die Studierendenschaft darf ohnehin nicht auf dem Campus parken. Die Studierendenschaft darf ohnehin nicht auf dem Campus parken. Das ist mal Nummer eins. Das ist falsch. Unter bestimmten Außenbedingungen. Die Fachschaften parken auch auf dem Campus, dann geben wir als nächstes zu den Fachschaften. Die Studierendenschaft ist für mich der allgemeine Student. Die ganze Zeit da und bekommen nicht Geld. Wie die Astanten. Die Astanten bekommen ja Geld. Also ich zeige mir die Fachschaften, die Geld verdienen. Also ein Asta-Referent kriegt 365 Euro im Monat. Nein! Nein, Harald, ich untersage dir jegliche. Sorry, das kotzt mich jetzt. Sorry, wenn ich etwas darauf reagiere. Ich verdiene keine 365 Euro im Monat im Asta. Und ich bin Asta-Referent. Was war jetzt, diese? Ja, was verdiene ich als halber Referent? Die Hälfte davon. Aber jo. Aber eigentlich schon und wie viel schon arbeiten. Arbeite ich? Ja, musst eigentlich schon die Hälfte muss, davon arbeiten. Muss, Harald, sorry. Aber hast du Arbeit schon mal gemacht? Verzeihung, darauf hast du dich ja eingelassen. Also bitte. Also, nee, sorry. Aber hast du Asta-Arbeit schon mal gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Unter diesen Bedingungen würde ich das niemals machen, so wie das mit ja, also. Ich glaube, das war eine klare Aufforderung, den RCDS nicht zu wählen. Genau. Ja, schön. Haben auch endlich mal einen Wutausbruch gehabt. Eine halbe Stunde ist schon soweit. Aber bei dem Thema wollen wir kurz bleiben. Du willst auch die Referentenzahl halbieren. Warum? Ist es so unsinnig jetzt, dass das zum Beispiel Verkehr ist doppelt besetzt mit zwei Referenten? Stimmt das nicht? Warum hast du da nur eine halbe Stelle? Weil ich im Moment ich teile mir den Job mit Patrick Schuster. Also ja, wir beide haben ein hübsches Referat zusammen. Genau. Das heißt, wir verdienen jeder, auch zusammen tatsächlich genau. Im Monat 365 Euro. Aber jeder hat völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche. Okay. So. Also nun ist es ja mal meines Erachtens Fakt, dass die Arbeitsauffassung, die Arbeitsmoral im Master sehr unterschiedlich ist.
Es gibt solche und solche. Ich möchte als positives Beispiel zum Beispiel Andreas Siegel hervorheben, der immer hart rackert. Da gibt es keinen Zweifel dran. Stellt sich die Frage, sind da 365 Euro noch gerecht, wenn der nahezu manchmal in Vollzeit dort arbeitet? Das möchte ich nicht sagen. Nur es gibt wiederum Referenten, die erscheinen auf keiner Studierendenparlamentssitzung. Die sind mir nicht bekannt. Es gibt auch Stupisten, die erscheinen auf keiner Studierendenparlamentssitzung. Ja, die sitzen sogar am Tisch, oder? Ja, ja. Wie oft warst du da? Ich erscheine nicht bei jeder Studierendenparlamentssitzung. Ich bei 4 von 12. Nur, ich möchte mal. Ja. Ja, das also, aber ganz kurz. Also, das kann man zeigen, vielleicht. Oder ist das? Nee, selbstverständlich, ja, gerne. Das ist ja öffentlich. So, hier sehen wir. Das sollte man gesehen haben. Vor allem der von Jost so nett hervorgehobene rosa Teil ist sehr interessant. Ja, der gelbe auch. Also. Also ist es der Fall, dass hier klar, klar wird vom 47-Stunden-Parlament, dass da manche Leute es nicht ganz so ernst genommen haben mit ihrer Wahlmöglichkeit. Also es ist meines Erachtens nicht immer möglich, da zu kommen. Gerade dann, er spricht es schon an, wenn du Bachelor-Master-Studium bist, wenn du noch gleichzeitig Hochschulgruppenvorsitzender bist, da kann es nicht immer erscheinen, wenn die Hälfte der Zeit da ist und sich dann einbringt, wenn die Themen wichtig sind und wenn es nicht um den 20. Hochschulgestaltungsplan Globalhaushalt geht. Bei einem Globalhaushalt würde ich vielleicht auch kommen. Also, Globalhaushalt könnte wichtig sein. Also ich möchte nur mal, ich möchte keinem zu nahe treten, wie lange er hier schon studiert am Tisch, das ist ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen möchte. Ja, gut, bei euch gibt es keine Regelstudienzeit richtig. Ja, aber ich schließe dieses Semester meiner Bachelorarbeit. Also, nee, du bist auch nicht angesprochen, das ist richtig. Wer ist denn angesprochen? Wen hast du denn angesprochen? Um nochmal zurück zu dem Thema zu kommen, mit 365 Euro, und ich weiß auch nicht, warum der Jus da so Bestrebungen hat, das zu verteidigen, ist mir auch egal. Es gibt Referenten, die sind selten anwesend, die trifft beim AStA sehr selten an. Und da muss man sich die Frage stellen, ich möchte jetzt nicht keinen Namen nennen, aber es ist scheinbar im Hochschul-, also wenn man im Referat für politische Bildung vorgekommen, dass da Leute sehr selten da gewesen sind, nicht viel gemacht haben, aber auch in anderen Referaten. Manche Referate, das sind die Themen, sind nicht so ganz klar. Und da wundert es mich eigentlich, das habt ihr ja auch im Wahlprogramm stehen, warum er mir jetzt so ein bisschen in den Rücken fällt, aber das ist euer Bier, was ihr da Harald, lass mich dazu bitte was sagen. Polemischen Quatsch, sage ich dir noch was. Das ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall geht es vor allen Dingen geht's auch darum, das sind Leute, die kriegen sehr viel Geld und man muss sich in Zeiten, in denen Lebenshaltungskosten immer teurer werden, in denen Studenten wirklich gucken müssen, wo das Geld bleibt, kann es nicht sein, dass Leute mit ihrem Semesterbeitrag, also es wird ja jedes Jahr, wenn ich das richtig zahlreich in Erinnerung habe, 139, jedes Semester 139 Euro überwiesen, wovon 92 für den Bus halt so ungefähr drauf gehen. Der Rest 8 Euro gehen an den Aster. Und 8 Euro gehen an den Aster, das kann sein. Pro Semester. Aber wenn also ich nicht mal 1 Euro im Monat. Ja, und wenn dann ein enormer Verlust eingefahren wird und der einfach nur als notwendiges Rücklagenauflösen bezeichnet wird, wenn da eine brutale Misswirtschaft stattfindet und einfach eine, also ich kann das gar nicht beschreiben. Also Harald, ich will dich daran erinnern, sorry, aber du wolltest unbedingt vom kameralistischen System in der letzten Haushaltssitzung im Stupa wolltest du doppelte Buchführung einführen, die so nicht vorgesehen war, und du hast dich da verrannt. Ich zitiere gerne aus der Stupa-Sitzung: Die Kameralistik wurde noch von den Numerern erfunden. Das ist doch ein unnötiges Thema. Also ich sage nur so, in Zeiten steigenden Lebenshaltungskosten muss man sich fragen, macht es Sinn, Leute für ein in Anführungszeichen ehrenamtliches Engagement mit 365 Euro im Monat zu bezahlen, durchweg. Und das ist nicht, ja klar, nicht jeder, aber wenn du 180 kriegst, musst du eigentlich schon die halbe Hälfte der Zeit da sein. Und wir als RTDS können das nicht weiter unterstützen. Man müsste da ansparen, man müsste mal ein bisschen den Gürtel enger schnallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß, dass das bei einem Astant nicht auf, selbstverständlich nicht auf Verständnis stößt, ja, aber genauso wenig trifft es, stößt es bei Studenten, die das Ganze subventionieren, auf Verständnis. Also, ich denke, also dazu würde ich gerne was sagen. Ich würde ganz gerne. Gut. Das wolltet ihr aber schon letztes Jahr verkleinern. Nein, das wollten wir. Das wollte die LAG. Und da möchte ich jetzt auch gerne zwei Worte zu sagen, weil ich gerade relativ schroff und relativ dumm angemacht wurde. Es steht, also wir sind da ja zumindest einig. Also es steht für uns außer Frage, dass der Aster aufgebläht ist. Wenn ich im Mensa einen Riesenschnitzel mit Pommes esse, dann ist es für mich vollkommen unfraglich, dass das ungesund ist. Da brauche ich keine Ernährungsreferentin im Aster. Und wenn ich mit dem Fahrrad zur Uni kommen will, was nicht oft vorkommt, aber wenn ich das möchte, dann brauche ich vom Aster kein Fahrradreader, wie ich zur Uni kommen kann,
weil ich das im Zweifel auch im Internet über Google Maps machen kann. Aber, und das ist vollkommen klar, wir bleiben dabei, aus unserer Sicht kann man die Zahl der Referate, ich sag mal, davon kann man ein Drittel wegstreichen, mindestens. Aber ich glaube, es ist dumm, durch eine Senkung der Aufwandsentschädigung die Ämter noch unattraktiver zu machen, als sie eh schon sind. Die sind sehr attraktiv. Als ob wir da, denkt doch mal drüber nach, als wenn sogar du sagst, wenn sogar so hochfähige Leute, Harald, wie du sagen, für sie ist das unattraktiv, diesen Posten zu machen, dann stimmt da doch irgendwas nicht. Dann müssen wir doch mal drüber nachdenken, wie wir wirklich für gute Leute diese Posten öffnen können. Das ist doch der Punkt. Das kannst du doch nicht verkennen. Jos, wonach wir eben streben, ist eben auch ganz klar, diese Waage zu finden zwischen bestmöglichem Service und bestmöglichen Interessensvertretung für die Studenten, bei gleichzeitig möglichst niedrigen Kosten. Klar. Das darf natürlich nicht darüber gehen, den Leuten jetzt, wenn sie wirklich einen Workload von, was weiß ich, wie viele Stunden plus X pro Woche haben, noch die Vergütung zu streichen, weil dann macht das wirklich kein Schwein mehr, auf gut Deutsch gesagt. Aber es muss einfach auch alles auf den Prüfstand gestellt werden nach der nächsten Stupa-Wahl, um dann zu sehen, was ist im Aster sinnvoll an Referaten, was ist nicht ganz so sinnvoll, wo können wir da was einsparen, um die anderen Referate, die wirklich wichtig sind, nicht streichen zu müssen. Also und da auch den Leuten nicht die Vergütung zu nehmen. Ich möchte jetzt mal kurz einklinken. Warte, erst noch eine Frage aus dem Publikum, weil dann kannst du vielleicht auf die direkt antworten. Genau, noch eine Frage an Harald Kiefer. Ja, ich hätte eine kurze Anmerkung. Mein Name ist Marc Großstörch, mit Desiree Aster Vorsitzende zusammen. Und da du ja in den Raum gestellt hast, dass es diverse Aster-Referenten gibt, die man nicht so häufig sieht und es vorkommt, dass sie teilweise nicht im Aster sind. Es kommt auch vor, dass Vorsitz diesen Referenten keine Aufwandsentschädigung auszahlt. Also wir haben dieses Jahr öfters mehreren Referenten keine Aufwandsentschädigung gegeben, wenn sie ihre Arbeit nicht gemacht haben. Also es ist nicht so, dass der Aster ein Selbstbedienungsladen ist, wo die Referenten fürs Rumsitzen Aufwandsentschädigung bekommen. Also es wird durchaus überwacht oder darauf Wert gelegt, dass die Leute dann auch ihre Arbeit machen, wenn sie dafür Geld bekommen, weil es das Geld der gesamten Studierenden schafft. Es ist sehr löblich, dass ihr das dann halt so auch behandelt. Ne? Das habe ich euch ja nicht vorgeworfen, nur besteht tendenziell die Möglichkeit des Missbrauchs. Und jetzt muss ich euch beide loben, ihr seid, ich sage euch ganz ernst, ihr seid beide sehr engagiert gewesen das Jahr, da mache ich keinen Hehl draus, ihr habt euch wirklich ins Zeug gelegt, das wäre jetzt gelogen, wenn ich da was anderes behaupten würde, mache ich ja auch nicht. Es geht halt nur darum, der nächste Aster nach euch, ich weiß ja nicht, wer der Aster-Vorsitzende ist, inwiefern der genau dieses Thema aufgreift. Ich kann mir vorstellen, wenn Jus das dann macht, bin ich eher skeptisch. Ne? Aber unabhängig davon. Uns ist wichtig, dass da die Studenten entlastet werden. Dass wenn die Studenten Geld bezahlen, dass das Geld auch wirklich sinnvoll und ordnungsgemäß verwendet wird. So, und das muss auch transparent sein. Da kann ich mir zu ein. Und es gibt, und das, ich meine, wenn ihr ja selbst ja schon wirklich tatsächlich keinen Aster, manchen, sagen wir mal, Astanten keine Aufwandsentschädigung ausgezahlt habt, dann scheint es ja Versuche des Missbrauchs schon gegeben zu haben. So, und diese Voraussetzung, die muss man einfach eliminieren. Man muss den Leuten, muss man ganz klare Schranken Was du willst es senken oder willst du es abschaffen oder willst du erfolgsbasiert oder willst du eliminieren? Nee, du bist auch in dem auch etwas abschaffen. Das waren nicht Leute, die das irgendwie missbrauchen wollten, sondern das waren Leute, absurd, die einen Plan hatten, das Ganze dann von ihrem rechten Weg abgebracht worden sind durch private Probleme etc. pp. Die auch einfach das Interesse verloren haben durch den ganzen Kindergarten. Und ja, dann verabschiede ich mich auch und bis am Mittwoch, würde ich sagen.